Leichte, bequeme Kleidung und Schuhe, gute Laune und vor allem Lust am Tanzen waren Voraussetzungen, mit welchen sich die Teilnehmer am Volkstanzseminar, das dieses Jahr wieder im Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus stattfand, stellen sollten. Caroline Horak, Willibald Haumer aus Österreich, Ludwig Bergold, Tanzreferent des Bundes der österreichischen Trachten- und Heimatsverbände, kamen wieder nach Temeswar, um den beherzten Teilnehmern am Seminar neue als auch alte Volkstänze zu zeigen. Na, ich habe schon die ersten Kontakte mal gehabt, schon noch unter Ceausescus Zeit war ich schon mit meiner eigenen Volkstanzgruppe da. Und dann der nächste Kontakt war schon in der anderen Zeit. Und dann hatte ich eine Einladung bekommen, in einem Jugendseminar mitzumachen, österreichische Tänze zu zeigen. Und das war in Busiasch. Und das war, da waren wir, glaube ich, 106 Jugendliche, außer mir, ich bin auch also doch etwas. Nicht mehr zu Jugendlichen zählen, aber da sind sehr so gute Kontakte entstanden, dass diese Freundschaft bis jetzt gehalten hat. Und auch dort wurde gesagt, wir haben eigentlich keine Banata-Literatur für Tänze. Und da habe ich mich angeboten und das wurde angenommen. Und dann haben wir also ein Tänze gesucht im Banat. Da sind wir also im Bergland, Hecke, Heide, überall gewesen und haben gesagt, bei den Bauern, was könnt ihr noch, was könnt ihr sagen? Ja. Man durfte zwar nie sagen, dass es Volkstänze sind, was habt ihr in eurer Jugend gemacht? Ja? Und das haben sie dann gesprudelt. Ja? Also die Eltern haben ja oft sehr, sehr gesprudelt und da haben wir praktisch schon fast 60 Tänze zusammengetragen in diesen 4 Jahren. Ja? Und das ist in Literatur, also sprich in einem Buch, fertig gemacht worden. Ja? Hier ein dreimaliges Modul und ich bin sozusagen der Musikant von Ludwig Bergold und daher bin ich wieder mit dabei. Ich bin, glaube ich, etwa das 6. Mal jetzt schon in Temeswar. Und was meinen Sie, wie wichtig ist es, dass der Brauchtum und was hier gemacht wird, aufrechterhalten wird? Und wenn Sie einiges sagen würden für die Zuschauer, was wird eigentlich gemacht und was wird den Leuten geboten? Ja, ich finde, dass das also sehr, sehr wichtig ist und sehr, sehr notwendig. Ich bin auch in Österreich in der Volkskultur tätig und ich glaube, dass das ganz einfach ganz, ganz wichtig ist für eine Minderheit in einem Land, dass man also das aufrechterhält. In erster Linie dem Herrn Bergold, da geht es um Tanz auch hier im Banat. Und da, ja, da schaue ich, was ich ihm helfen kann, mache ich für ihn. Was werden da gemacht für Tänze, Volkstänze und was meinen Sie, welches wäre der Schwerpunkt, worauf man, den man legt bei diesen Seminaren? Der Schwerpunkt dieser Seminare ist dahingehend, dass man den Jugendlichen bzw. den Leitern von Jugendgruppen, den Lehrern Material in die Hand gibt, das sie brauchen, um mit den Jugendlichen, mit den Kindern zu tanzen. Ich glaube, das Verständnis für diese Sachen ist das Wichtigste, dass sich auch wieder was weiterentwickeln kann. Man muss wissen, was man macht, damit man weiß, warum man es macht und es dann auch dann anwenden kann. Die Bade auf dem Knie stehen und jetzt geht's los. Ja, stopp, ne? Zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe nur gesehen, wir sind da oben gewandert, ne? In der Richtung, wir haben den Platz nicht halten können. Was haben wir da in der Richtung? So. Jetzt folgendes. Jetzt gehen die Dreiergruppen aufeinander 4 Schritte vor und wieder zurück. Ja? Einfach vor, ja, vor. So. Also, ja, mit der Freundlichkeit. Ich weiß, so. Oh gut, wieder zurück. Gut, ja. Und geht's da. Jetzt. Ihr macht Do-Si-Do in der Zeit, wo die was anderes macht. Aber macht jetzt einmal nur so solo Do-Si-Do, ob ihr es noch in Erinnerung habt, was Do-Si-Do ist. Ja, Do-Si-Do.
Ja, dann machen wir. Ja, wir zwei. So, jawohl, genau, genau. Wunderbar. Das ist Dose Tod. Genau, super. Gut. Ja, und ihr in der Zeit mit der Rennen ein Tor und ihr stellt sich jetzt in diese Gruppe doch so her. So her. Und du stellst dich dort hin. Ja? Und ich bleibe alleine so. Ja? Ich tue nur tauschen. So. Ja, dann probieren wir es nochmals neu. Ja? Ja? So. Ja? So. So, so durch, ja? Und ihr geht jetzt gleich in die andere Treppe. Nein, nein, nicht. Ja, so weiter. Ja? Vier Schritte und zurück. Und jetzt da, ja, wieder. Da, genauso wechseln, da, da, sie da, jawohl. 6, 7, 8. Ja, genau. So, genau. Ja, genau. Ja, und das selbe jetzt nochmal, bis wir wieder daheim sind, ja? So. 2, 4. So, und jetzt da, sie da, da könnt ihr schon anfangen und, jawohl. Ja, super. Bräuche sind immer gut, also wenn sie erhalten sind, sie werden sich zwar von Generation zu Generation ändern, man darf nicht erwarten, dass die nächste Generation dasselbe macht wie die vorhergehende, ja. Sie muss sich ändern dürfen, ja. Aber man, so irgendwie, also das Corporate Identity muss, sollte da bleiben. Ja. Aber wie konservativ, was sagen wir so, ein Kern ist alt und die Verpackung ist neu. Ja. Und das muss jede Generation für sich neu erobern. Ne. Und da wird sich natürlich der Stil und der auch Aussage immer ein bisschen ändern. Das sehe ich unter den Tänzen. Jetzt der Folgendes gedacht, also das ist in 3 Stufen geteilt, und zwar für Pädagogen, Kindergärtnerinnen, Tanzleiterinnen, Kindergruppenleiterinnen und so wird das gedacht. Der erste Kurs war der von praktisch 0, wie man wenn wer zum Laufen anfängt, bis zu 6 Jahren. Dann war der nächste Kurs von 6 bis ungefähr 13 Jahre, und jetzt sind wir von den 13, 14-Jährigen auf bis zu den Erwachsenen. Ja. Und da werden also speziell, im ersten waren nur Schritte und wie man mit Kindern praktisch, was ist das Erste, was ein Kind macht, laufen, nicht gehen, sondern laufen, und so in der Richtung wird das also ausgebildet. Also da waren nur Schrittübungen und dann waren schon also etwas größere Formen, und jetzt sind wir schon bei relativ großen Formen bei den, ja. So, doch, sind wir herinnen, ja? Ja, wir sind zwei mehr rum, ja? Und jetzt da, folgendermaßen. Die Tänzerin drehe ich jetzt nach rechts, ja? Lege die Hände, die gefasst an meine rechte Hüfte, hüpfe mich nach vor und drehe mich nach links. Durch. Ja. Ich bin Lehrerin der deutschen Abteilung in Hatzfeld und ich bin halt hergekommen, um neue Volkstänze zu lernen, weil ich ja selbst eine Tanzgruppe leite in Hatzfeld. Was bringt dir das und was meinst du, wie wichtig ist es, dass man den Brauchtum weiterhin erhaltet? Das ist sehr wichtig, weil es wäre ja schade, dass diese Tänze verloren gehen. Ich bin aus Hatzfeld und ich mache bei diesem Seminar mit, weil ich selbst in einem in einer Tanzgruppe Mitglied bin. Und was gefällt dir hier am meisten? Was du da machst? Also, ich lerne neue deutsche Volkstänze. So viel. Und dann haben wir uns überlegt, wer sind mögliche Personen, die das pädagogisch weitergeben können. Und dann war natürlich die erste Zielgruppe Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen, hauptsächlich Grundschullehrerinnen. Und das ging dann vor circa, ich glaube, so 8 Jahren los, wo wir dann das erste Seminar organisiert haben. Erstmal intern, das heißt mit unseren hauseigenen Tänzern. Es ging dann weiter, weil das anscheinend so gut angekommen ist, mit dem Tanzleiter unserer Partnergruppe aus Ungarn, dem Helmut Heil aus Pécs. Er hat dann eine Reihe dieser Seminare gehalten. Und ja, mal frischer Wind, haben wir gesagt, ja, wir laden Ludwig Berghold dann ein. Mit ihm gibt es eine ganz gute Zusammenarbeit, schon langjährig. Und er war auch derjenige, der im Sinne dieser Zusammenarbeit dann auch dafür gesorgt hat, dass diese Sammlung von deutschen Volkstänzen herausgegeben wird. Er war so der Leiter dieses Projekts. Und diese Veranstaltung von heute, beziehungsweise von diesem Wochenende, ist sozusagen der Schluss von einem dreistufigen Seminar. Letztes Jahr stattgefunden, dann im Mai. Und jetzt schließen wir mal nochmal einen Teil ab.
Und anscheinend nächstes Jahr mal wieder. Wir wissen noch nicht genau mit wem, aber ich glaube, wir machen das schon noch weiter.